Das Thema Waffentransport, Munitionstransport von zu Hause für den bedürfnisumfassenden Zweck zum Schießstand ist ein sehr hitzig diskutiertes Thema. Ich möchte hier kurz ein bisschen dazu aufklären, das eine oder andere kurz zeigen, wie ich es zum Beispiel mache mit dem Transport. Und dazu wünsche ich euch schon mal viel Spaß. Bis gleich. Wie transportiere ich Waffen und Munition zum Schießstand? Nun, das Waffengesetz sagt, es muss ein verschlossenes Behältnis sein. So, was ist ein verschlossenes Behältnis? Jeder kennt diese Dinger, klassischer Kurzwaffenkoffer. Daran möchte ich mich jetzt einfach mal drauf berufen. Ich habe hier solche Schnappschlösser dran und in der Mitte ein Zahlenkombinationsschloss. Und da kann ich auch die Zahlen verdrehen und damit ist das Ding abgeschlossen. Nicht verschlossen, abgeschlossen. Habe ich aber diesen Schnapper, ohne dass ich die Zahlen verdrehe, ist es verschlossen. Rechtlich eigentlich soweit okay. So, was darf ich denn hier wie transportieren? Nun habe ich einen solchen Koffer. Nehme jetzt, Entschuldigung, Revolver ungeladen. Ich packe diesen in den Koffer. Ich mache ihn zu, mache die Riegel zu, legal. Ich habe zusätzlich zu der Waffe lose Munition, lege sie rein. Mache den Koffer zu, möchte transportieren, nicht legal. Habe ich aber die Munition in der Verpackung, in der Schachtel, packe sie rein, mache den Koffer zu, ist es wieder legal. Eigentlich Bullshit, ist aber so. Das bedeutet letzten Endes im Klartext, Waffe und Munition voneinander getrennt. Ja, sie dürfen aber im selben Behältnis sein. Aber sie müssen quasi voneinander getrennt sein. So, nicht getrennt sind sie, wenn die Munition, wie gesagt, lose ist. Hier jetzt halt am Moonclip. Könnten natürlich auch Speedloader sein. Es könnte einfach nur lose Munition da drin sein. Darf es nicht sein. Sondern sie muss schon voneinander getrennt sein. Das Gleiche trifft natürlich auch auf Magazine zu. Ich kann, wenn ich möchte, Magazine vorladen, pack sie in eine Plastiktüte, die Plastiktüte kommt mit zu der Waffe zusammen in das Hauptfach, ist wieder legitim. Ohne die Plastiktüte nicht. Ist also eigentlich relativ simpel. So, wie mache ich das aber? Ich selber bevorzuge eine Methode, wo der eine oder andere wahrscheinlich sagen wird, tickt der noch? Ich habe aber einen ganz bestimmten Grund, warum ich das so tue. Das möchte ich euch kurz aufzeigen. Und zwar, der ein oder andere kennt ihn ja, mein Rollkoffer. So, ich habe in diesem Rollkoffer habe ich verschiedene Fächer. Ich habe hier oben das Hauptfach und ich habe hier eine Schublade. So, was ich jetzt mache, ist Folgendes. Ich habe die Waffe. Diese packe ich in ein Futteral. Das hat einen Grund. So. Waffe und Futteral kommt oben rein. Damit ist das ganze Ding erstmal weg. In die Schublade packe ich die Munition. Diese packe ich in Schachtel oder auch als Moonclip packe ich die auch in den Koffer. So, dann kommt Vorhängeschloss. Von oben drauf und damit ist das obere Fach zu. So,
wie gesagt, der eine oder andere wird jetzt sagen, der tickt nicht mehr ganz rund. Das ist ja total übertrieben, was der macht. Nein, ist es nicht. Es hat einen bestimmten Grund. Nummer eins, wenn ich auf dem Schießstand fahre, habe ich nicht eine Waffe dabei, sondern ich habe den ganzen Koffer voll. So, um die Waffen zu schützen, damit sie nicht zerkratzen, gegeneinander stoßen, wie auch immer, packe ich die halt in die Futterale rein. Damit bleiben die Waffen geschützt. Ich kann sie da reinpacken, kann 5 oder 6 Stück hier oben reinpacken. Und gut ist, weil ich habe ja auch Vereinswaffen mit dabei. So, dadurch ist aber im oberen Fach kein Platz mehr für die Munition. Muss man mit bedenken. Und dafür habe ich meine Schublade und dort kommt die Munition in Schachteln oder halt im Fall von den Moonclips als lose Ware mit rein. Und das war's. Dem Gesetz ist Genüge getan. Ich bin flexibel. Das Vorhängeschloss kommt aus dem Grund mit dran, damit keine Unbefugten einfach an meinen Koffer gehen und dort etwas rausnehmen. Auch daran muss man denken. Verhindern, dass unbefugte Dritte Zugang zu den Waffen bekommen. So, und mehr ist es nicht. Solche Spinnereien wie mit einem Stahlseil, alles schon erlebt, den Koffer mit den Waffen im Kofferraum zu fixieren, habe ich bislang noch nie im Waffengesetz wiedergefunden. Einen im Auto eingebauten Tresor zu verwenden. Wenn jemand auf die Jagd geht und viel unterwegs ist, kann ich es noch irgendwo nachvollziehen, dann ist es ein bisschen versteckelt und so weiter, aber für normalen Sportschützen, nee. Warum? Sehe ich nicht. Man muss das ganze Thema ernst nehmen, aber nicht überkandieren. Wie gesagt, es reicht faktisch so ein Koffer, kann durch jeden x-beliebigen anderen Koffer ersetzt werden, der nur ein Fach hat, Waffe rein, verpackte Munition rein und die Welt ist in Ordnung. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. In diesem Sinn, ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Macht's gut. Hat euch das Video gefallen? Habt ihr Anmerkungen? Themenwünsche? Hey, postet mich, abonniert mich. Wenn ihr informiert werden wollt, dass ich neue Videos gepostet habe, da oben ist ein Glöckchen. Aktivieren, dann bekommt ihr immer eine Mail, wenn ich ein neues Video veröffentlicht habe. Neue Funktionen im YouTube, die nicht kommuniziert wurde. In diesem Sinn, guten Rutsch.